Ich mach mir Feuer, ne? Ja, es ist mir lieb und teuer, das Feuer. Und pasch mal ran da. Oh, pasch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich. Genau, ja. Dich an deinem altertümlich anmutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 17, Green Hell. Ja. Sie wissen ja, Sie sind hier bei Tiber Grills in den besten Survival-Händen. Was ist das hier? Ein Vieh. Seit wann ist der hier? Ist der schon ewig hier? Der vierzackige Speer? Keine Ahnung. Es ist relativ viel in der Zwischenzeit passiert. Ich habe quasi 2 Tage ohne Aufnahme hier survivalt. Es hat immer noch nicht geregnet. Was dazu führt, dass wir zwischendurch immer mal wieder so Trinkprobleme bekommen haben. Allerdings bin ich jetzt für diese Folge hier vorbereitet. Keine Angst, lieber Zuschauer. So, wir mampfen. Ich sag Ihnen auch sofort, was ich vorhabe. Aber erstmal kümmern wir uns um die Hydration. Und sammeln. Ja klar. Direkt vom Boden gegessen. Hier wird vom Boden gegessen. Hier kannst du vom Boden essen, ne? So sauber ist es hier. Ein Palmblatt. Gut, kann ich das noch mitnehmen? Die brauche ich aber. Was war hier für ein Geräusch, die? Och, verdammt, noch eins. Wie Sie sehen, ich bin relativ voll. Was das Inventar angeht. Ich habe die Tötungsfalle hergestellt. Ich kriege Gürteltiere ohne Ende. Ich habe jetzt eine Gürteltierrüstung. Wie Sie sehen, insgesamt ist die Sammlung hier relativ voll. Mein Inventar ist relativ voll, obwohl ich jetzt wenigstens Stöcke und so rausgepanscht habe. Ich habe vor, mit dir, lieber Zuschauer, ja, mit dir, in die Richtung zu gehen. Ne? Da in die Richtung, weil da sind wir ja. Also in der Nähe ist da dieses eine, ich nenne es jetzt Aborigine Camp, keine Ahnung, Ureinwohner, Jabba Looker Camp. Essen. So, schmeiße ich aus dem Inventar. Die beiden Kröten nehme ich mit für den Fall der Fälle, falls wir... Was hat denn unser Guter, was schreit der denn so? Hä? Was schreit der so elendig durch die Gegend? Noch mehr? Oh ja. So, ist weg. Ist weg. Wir machen uns aber vorher erstmal richtig, richtig voll. Richtig ordentlich voll. Jetzt zeig ich mal. Aha. Hätte ich das schon leer getrunken? Nee, wollte schon sagen. Stimmt gar nicht. Mensch, so. Proteine, ja, perfekto. Perfekto, genau so wollte ich das. So. Bedeutet, hier könnte ich jetzt sogar noch ein paar Früchtchen hinpacken. Ich habe auch gesehen, hier wachsen Bananen. Allerdings finde ich sie jetzt gerade nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Guck nochmal, ob ich was anderes einfach mitnehmen kann. Kann ich das einfach so nehmen? Passt rein, sehr gut, weil da ist ja auch noch ein bisschen Wasser drin. Was schlau war, weiß ich nicht, weil jetzt werde ich doch schon wieder die Avocado... Nee, warte mal. Stachelanone... Keine Ahnung. Schon wieder vergessen, ey. So, essen. Einfach essen. Dann packen wir das auch noch rein. Die ist nämlich verflucht gut. Oh. Also ich weiß, hier wächst sehr wahrscheinlich eine edle Palme. Aber... Ah, okay, ein Gürteltier. So, lieber Zuschauer, wir hacken die ab. Das Zeichen nehme ich mal was. Müsste auf jeden Fall da rauskommen... Was ich gerade suche. Wo haben wir es denn? Nein, wo ist es? Da, das Palmherz. Und könnte eventuell so ein Survival-Geheimtipp sein. Ich esse das mal. Und das macht 2 Proteine und 45 Kohlenhydrate. Verflucht noch eins. Ist das gut oder gut? So. Nochmal trinken. So voll machen, wie es geht. Sammeln. Werde ich eh nicht aufnehmen können. Was aber nicht schlimm ist, esse ich direkt hier. So.
So. Und den Truthahnkörper schmeiße ich da noch an meine Feuerstelle. So, hier habe ich auch schon ein ordentliches Sammelsurium an. Ja, Essensvorrat, ne? Der nicht vergammelt. Das Spiel, hör jetzt auf zu ruckeln, sonst kriegst du Ärger mit mir, du. So, Stachelanone, Wachs, bitte nach. Ich glaube, ich vertun. Also, irgendwie so ähnlich heißt sie. Obwohl ich es wahrscheinlich falsch. Oh, der kommt, dann nehme ich die auch noch mit. Ja, was soll's denn? Ja, dann können wir so einen richtigen Survival-Trip machen. Wir haben auf jeden Fall erstmal Proteine. So. Starten wir rein, ho? Starten wir rein. Ja, alles andere auch noch bitte mitnehmen. Ich will eine lange Reise. Langen Stock kann ich nicht mitnehmen, könnte ich aber mal umwandeln. Und das mit dem Palmherzen finde ich absolut genial. Wusste ich nämlich nicht. Ja, bedeutet, wenn uns wieder der Purpose so auf Grundeis geht und wir ja weder solche Früchte hier finden noch. Ja, so was? Dann riss die ganzen Pilze, oder? Vielleicht hast du dann genügend Platz im Inventar für. Gute Zeug hier. Nein! Was? Ernsthaft? Wie groß ist das Ding denn? Wollt ihr mich für Rohne piepeln? Passt du noch dahin? Jawohl. Passt du da noch hin? Sehr gut. Jetzt? Ah. Hier wird ihnen geholfen, ne? Selbst wenn es nur darum geht, wie verwalte ich mein Inventar? Bei Tiber Grills sind sie wie ich. Tiber Grills sind sie wirklich immer richtig. Hm? Ich bin gespannt, was in der Richtung noch liegen könnte. Weil wir sind ja schon öfter in diese Richtung gewatschelt. Allerdings, entweder. Was ist das denn heute so? Entweder in der Richtung oder in der, aber nicht hier zwischen. Da bin ich mal gespannt, wo uns das hinführt. Und mal gucken, ne? Ich habe durchgängig so. Eigentlich sehe ich hier oben so 30 FPS. Verstehe ich nicht, warum nur 30. Oh, fuck! Verdammter Kackstart. Fuck. Alter. Nein. Aber ich sehe hier im Gebüsch doch nichts. Alter, hör auf, geh raus. So. Nein. Beine. Feine Beine. Meine Beine. Hä? Hat er mich nicht richtig Gürteltierrüstung. Verdammt. Gute Sache. Gürteltierrüstung. Alter. Hat der aber überall so um die 10%, über 10% abgezogen. Hab ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Hab ich gar nicht mitgerechnet. Ich dachte, wir würden hier schöne Sachen entdecken. Er ist in die Richtung geflüchtet, ne? Ich weiß nicht, jetzt wo der eigentlich noch verletzt ist, wäre es. Oh. Wird schon wieder sehr schreckhaft hier, hä? Hat mich eben noch so gut gefühlt. Na, wo bist du hingeflüchtet? Atlana. Was denn? Was ist das denn? Was ist das denn für Geräusche, Lee? Fehlt mir ja mal gar nicht. Ja, Orientierung jetzt schon wieder durch den Vorfall. Eigentlich kann man hier in diesem Spiel nichts planen, ey. Ah, okay. Genügend Seile habe ich schon mal. Mhm. Ihr habt es auch gehört, oder? War aber, glaube ich, eine Viper.
Ich weiß nicht, ob es dir, lieber Zuschauer, oder Ihnen, lieber Zuschauer, aufgefallen ist, dass alle meine Werkzeuge jetzt aus Obsidian sind. Habe ich mal so angedacht, dass das irgendwie Genius wäre. Warte mal. Bin ich hier jetzt nicht schon wieder... Ja doch. Was habe ich getan? Nein. Falsche Richtung. Ist egal. Wildschweinchen lassen wir in Ruhe. Wasserschweinchen, Entschuldigung. Entschuldigung, entschuldigen Sie. Mal, was ist denn hier für ein Aufmarsch? Ja, lauft mal schön dem Jaguar in die Flinte. Der hat ordentlich Appetit. Der wollte auch an mir nagen. Aber ich habe gesagt, du, mach Platz. Ich bin viel zu hart für dich. Geh mir aus der Sonne. So, ungefähr... Auf jeden Fall wollte ich hier ungefähr in die Richtung. Davon bin ich relativ überzeugt. Weil ich... Gib mir einen ganz kurzen Moment. Ich versuche mal zu checken. Ist noch irgendwas im Hintergrund an? Nee. Keine Ahnung. Haben die irgendwie vielleicht durch irgendein kleineres Update die Performance vielleicht noch ein kleines bisschen mehr verkackt? Ich weiß es doch auch nicht. Weiß es doch auch nicht, lieber Zuschauer. Oder vielleicht habe ich in letzter Zeit zu häufig Spiele gespielt, die einfach nicht ruckeln. Kann auch sein. Dann nimm den Stack nochmal an dich. Und hey, Tiber Grills, einfach öfter auf den Boden gucken. Übersiehst sonst alles. Mann. So. Könnte der richtige Weg sein, wo ich noch nicht war. Wisst ihr mal was? Ich rüste mal lieber den Speer hier aus. Den halte ich für irgendwie gefährlicher. Keine Ahnung warum. Nee, dafür brauche ich eine Fackel. Aber ich weiß auch nicht, wofür ich genau Honig brauche. Wenn ich krank werde oder irgendwie sowas, dass ich Honig wie in anderen Spielen oder wie in Wirklichkeit halt auch als natürliches Antibiotikum nehmen kann? Ich weiß es nicht. Aber jetzt erstmal sind wir wieder voller... voller dreckiger Blutegel. Ich hau ab da. Der ist mir rüh. Alter, der Tiger, nicht Tiger, der Jaguar oder... Whatever it jetzt war's, hat mich gerade mal völlig aus dem Konzept gebracht, ey. Völlig, ey. So, die Frage ist, aha, da ist das Drogenlabor, ne? Versuch mich da mal so ein bisschen in die Richtung zu schlagen. Ich habe das Gefühl... In der Richtung waren wir noch weniger unterwegs. Da komme ich doch runter, ne? Oder? Oh. Gut Spiel. Im perfekten Moment geruckelt. Ich danke dir. Ja. Probieren geht über Studieren, ne? Stopp bitte. Nehmen, ich will endlich wieder völlig überladen sein. Oh, warte mal. Mikro. Naja. An einem Munde dranne drinne sein. So. It's a wiper. Hier. Friss mal Kackerli. Ja komm. Kann ich das überhaupt noch mitnehmen? Nein. Auf jeden Fall den Speer brauche ich so. Und das hat Klapperschlangenfleisch da liegen, Mensch. Ist mir doch egal, ey. Nee, ich glaube nicht, dass das so häufig geruckelt hat. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob das bis dato immer schon so war.
Ja, warte mal, ey. Meinetwegen, Grafik hoch. Ja, will ich speichern. Wenn es dir hilft, performanter zu agieren, liebes Spiel, dann natürlich. So, 12 Stunden hält das, 10 Stunden. Komm, essen wir mal. Essen wir das mal. Ich habe jetzt unterwegs noch keine Pilze oder so gefunden. Komm, wir ziehen die Uhr mal zu Rate. Ne, ich glaube, da werde ich noch nicht gewesen sein. Glaube ich, oder? Nee, warte mal, könnte das jetzt das Gebiet sein, wo wir gestartet sind? Lieber Zuschauer, ich möchte mit Ihnen doch nur die Karte hier entdecken. Ich möchte doch nur mehr Orte auftun. Leider habe ich immer noch nicht nach einer Map im Internet gesucht. Aber eigentlich will ich das auch nicht, ey. Aber an solchen Stellen denke ich mir immer so, mal schau doch mal. Aber eigentlich wäre das uncool, ey. Solange die hier keine implementiert haben, keine Karte, dann hat man halt keine Karte. Fertig, aus. Muss man mit klarkommen. Punkt. Goddammit! Oh, klar. Oh. Ja, kümmern wir uns doch sofort drum. Warte mal, ganz ruhig. Erstmal hier irgendwo hinschlagen, wo ich ein bisschen Sonne hab. Nicht. Nein, falsche Taste. War das der rechte Arm? Okay. Ruhig, Sach. Der gute Ruhig, Sach. Tabacho Verbanto? Klappi Nichi? Asche Verbanti? Klappi auch Nichi. Was? Und jetzt? Was soll ich tun? Standardverband. So, wir nehmen unser Tagebuch. Ach, Insomnie hatte ich auch schon eben. Ja, Ausschlag geistige Gesundheit. Danke, liebes Spiel. Ich möchte das ja loswerden. Ich weiß nur nicht wie. Lass mir doch die Zeit, dass ich gucken kann. Wurm habe ich nicht, oder? Da waren keine Würmer, das war ein Ausschlag. So, Egel, Ausschlag. Okay. Warte mal. Mein Rucksack, bitte. Was habe ich denn? Tabakverband hilft nicht dagegen? Das checke ich jetzt nicht. Ich dachte, Tabak wäre das Ding mit dem... Ich hatte das schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Oder ist es dieser... Blablabla-Verband, sie, sum, 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 wo ich mich in der letzten Folge so drüber aufgeregt habe. Ja, dann... Im Idealfall wären wir jetzt völlig irre. Gut, versuchen wir uns hier ein bisschen umzugucken, um an... Ja, diese unbekannten Kräuter zu kommen. Dann müssten die das sein, die mir helfen. Wird natürlich jetzt dunkel, ne? War Timing, liebes Spiel, du hast so ein Timing, ne? So ein Timing, um mir echt Ärger zu bereiten. Bananenblatt. Kannst du knichen. So. Laufe ich jetzt schon wieder zurück? Oder sieht das nur so aus? Was haben wir denn da? Alter, der Ausschlag, der macht mir aber übel zu schaffen, ne? Ja, dann, dann bitte her damit. Irgendwo muss ich doch diese unbekannten Kräuter finden. Bitte, lass sie irgendwo auftauchen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mhm, okay. Alter. Ist nichts. Ist nichts. War das die Höhle, wo ich... Diese Höhle. Diese tiefe, in den Berg führende Höhle. War die das? Ah, ich muss irgendwas loswerden, sonst zu schwer. Ist doch alles gerade echt nicht gut, ey.
Und für dich, lieber Zuschauer, der wirklich reiner Green Hell Zuschauer ist, nur mal so am Rande eine kleine Info hier über mein System, mit dem ich spiele. Ich habe eine 1080 Ti drin, ein Ryzen 2700X, 32 GB RAM und beim Aufnehmen ruckelt es. Das ist schon extrem performant, performancefressend, dieses Spiel. Weil so an der Hardware dürfte es eigentlich nicht liegen. Ich drehe gleich durch mit dem Ausschlag, ne? Kann ich den... Der ist doch gar nicht mehr da. Was ist denn jetzt das Problem? Oh, jetzt stehe ich in der Blume schon wieder. Ei, Karamba. Okay. Okay, wir haben den Ausschlag überstanden und wir haben noch halbwegs Gehirn. Das ist gut. Jetzt weiß ich natürlich wieder gar nicht, wo wir sind. Ey, dieser verdammte Jaguar oder whatever hat mich so aus dem Konzept gebracht. Ich war so sicher, in die eine Richtung laufen zu wollen und dann einfach von einem riesigen Raubtier angenagt worden. Boah, shit, ey, Mann. Ich krieg's einfach nicht hin, mit dir, lieber Zuschauer, die Karte so zu bereisen, wie ich möchte. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie muss ich doch auch mal diese Berge umlaufen können. Was haben wir da? Was haben wir da? Gar nichts. Eine Spiegelung. Eine Spiegelung. Ihr Blöden, ne? Ich kann euch jetzt noch nicht mal aufnehmen. Herstellen. Wo sind denn jetzt sie? Wo sind die denn jetzt, die Kräuter? Was? Jetzt ist alles weg. Sportlich. Ach da. Boah, warum krieg ich die denn jetzt nicht aufgenommen? Herstellen, bitte. So. Funkieren verwandt. Sehr gut. Also wenigstens einen im Inventar haben dafür, wenn uns... ja, wenn es uns mal wieder genehm ist, so einen Ameisenhaufen zu betreten. Ey, das ruckelt heute aber öfter. Heftiger als sonst. Ich probiere mal ganz kurz in OBS den Vorschau-Player einfach so ein bisschen kleiner zu machen. So. Vielleicht packt das Spiel ja ab. Keine Ahnung. Jetzt ist das so dunkel, dass ich hier gar nichts sehe. Verdammt. So, hier komme ich nach unten. Will ich nach unten? Weiß ich nicht. Nö, warum soll ich nach unten wollen, wenn ich hier irgendwo rein... Nein, ich drück nicht weh. Ich drück nicht weh zum geradeauslaufen. Wo ist denn das Problem? Ah, vielleicht sollte ich mal nach oben gucken. Anstatt zu meckern. Oh, ich hätte gehofft, dass es das Problem ist. Wo ist das Problem, liebes Spiel? Alter. Warum komme ich da auf Biegen und Brechen nicht rein? Ist das jetzt eine Höhle, in der wir schon waren? Achso, oh, ich dachte schon, da wären Wespennest oder Bienennest. Bienennestli. Wäre wahrscheinlich ein cooler Ort, um sich zu verpieseln, ne? Damit man nicht so auffällt, wenn die vielleicht nach einer gewissen Zeit noch viel aggressiver werden, die... Hier komme ich wirklich einfach nicht raus. Hm. Die Ureinwohner, die... Jabba-Wakka! Jabba-Wakka! Boah, das wäre eigentlich relativ cool, ne? Wenn man das so ein bisschen noch zubauen würde, so dass man nur noch so einen kleinen Schlitz hat, man durchkrauchen kann.
Jawohl. Hack. Hack oder hack, duck. So, Tränchen, Junge, Tränchen. Sammeln. Das ist doch nicht dein Ernst. Walter, das ist doch nicht dein Ernst. Achso, ja, perfekt. Die anderen habe ich ja im Inventar noch zugelassen. Das heißt, die vergammeln nicht. Dann schleppe ich das Zeug hier erstmal direkt aus der Schale. Hä? Wieso fertig essen? Direkt aus der Schale. Aus der Schale in den Mund. Warte. Die unbekannten Kräuter. So, die kann ich... Ja, gut. Damit werde ich keinen Verband herstellen können. Die kann ich essen. Plus 1 Lebensmittel für... Zum Glück war ich für so einen Schwachsinn vorbereitet. Ja, dann nehme ich dies. Ich weiß auch, gewisse Pilze helfen dagegen. Ich weiß zwar jetzt gerade spontan nicht, welche Pilze. Oh no. Schon ver... Shit. Ah, hätte ich sammeln sollen. Samsung hätte ich sammeln sollen. Samsung? Aber ich bin nur noch keine 3 Tage unterwegs. Zählt noch 2 Tage, das auch noch. Warum ist mir das vergammelt? Kann der Bild erstmal raus hier? Das zählt nur noch 3 Stunden. 5 Stunden Essen. Vor die Eule. Ja. Chill mal dein Leben, Eule. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Taber Grills. Grills ist ja unterwegs. Mich da wieder irgendwie hoch? Das wäre mir ja zu wünschen. Ah, ja, gut. Ich dachte, ich habe jetzt damit gerechnet, dass es ein Kadaver ist, wo Fliegen rumfliegen. Nö, war einfach mal ein Bienennest, ne? Die habe ich noch nicht probiert. Die würde ich jetzt spontan auch nicht probieren, die blauen Pilze. Weil ich habe jetzt nichts gegen die Lebensmittelvergiftung. Tabak. Da, auf dem Boden. Kleine Stinkeviech. So. Führt mich das jetzt irgendwo hin? Bin ich mir gerade verdammt unsicher. Ich glaube, dann würde ich doch lieber in der Richtung gucken. Aber... Wäre es denn, wenn wir... Wie lange haben wir gespielt? Oh ja, gut. Wenn wir uns hier ein kurzes, spontanes, kleines Lager errichten. Kein Lager. Wäre gelogen. Sondern ein Bettchen einfach hinhauen. Um hier zu nächtigen. Oder? Wäre doch gar nicht schlechtes. So, Brutus, mein guter Brutus. Woher hole ich jetzt diesen Brutus? Oh, so. Blätterbett. Ich finde das Wetter nett hier an dem Blätterbett. Dreh ich. Wow, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Hans-Werner. So. Jetzt pack ich mal da ran. Sehr toll. Nicht nur sehr gut, sondern auch sehr toll. Bin ich stolz auf dich, Jack. Sehr, sehr stolz. So, mach mal. Mach mal voll. Eine volle Lutsche hier. So. Kleines Lagerfeuerchen könnte ich mir da nochmal hinstellen. Was kann ich damit dann jetzt... Ich weiß gar nicht, warum ich das machen möchte. Mich aber mal da hinstellen. Wenn ich was finde, ne? Lagerfeuergestell... Kann ich dann mehrere Lagerfeuer einpacken und die dann einfach rausholen? Ist mir... Ja.
Ist mir leider neu. Aber ist cool. Ist gut. Ja, mach mal hier. Komm, mach mal. Oh, langer Stock. Sammeln bitte. Kann ich nicht mehr nehmen. Dann sammel das hier bitte. Machst du daraus ganz viele kleine Stücke, mein Guter. Kleine Stücke. Sammeln bitte. Uhuhu. Ne? Ja, perfekt, du. Und nochmal sammeln, mein Guter. Lass dich da nicht verrückt machen. Ganz ruhig, mein guter Jack. Siehste, hast du doch schon hingeäumelt. Habe ich da unten Wasser gehabt? Schauen wir jetzt gleich auch nochmal nach. Ich mache mir Feuer, ne? Ja, es ist mir lieb und teuer, das Feuer. Und pasch mal ran da. Oh, pasch. Das ist auch so eine schlimme Sache, sich so einen Quatsch anzugewöhnen, ne? Pasch. Alles, was mit CK geschrieben wird, einfach mal mit CH, mit CK geschrieben wird. Oder was K-mäßig ausgesprochen wird, einfach mal mit CH aussprechen. Okay, warte mal. Trinken. Etwas sauberes Wasser. 38 Hydration war da drin? Ach nee. Wie nice. Okay. Das Lagerfeuer wäre sinnlos, wenn ich jetzt nicht an Wasser komme. Sehe ich das Lagerfeuer? Ja, ich sehe. Das ist perfekt. Das ist richtig gut. War hier Wasser. Hier muss Wasser gewesen sein. Hier war doch eben irgendwo Wasser. Ja, ich höre schon wieder Captain Spider-Man hier langlaufen. Ja, ich habe einen Egel eingefangen. Ja, sicher, ja. Oh, man. Irgendwo war doch Wasser. Der eine? Oh. Döver Egel. Na, ich sehe es auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Das Lagerfeuer, das gefällt mir schon mal. Dann finde ich es noch nicht wieder. Sondern auch der edle Gegnertypus mag es nicht mehr finden. Alter, hier war doch eben irgendwo Wasser. Aber jetzt bin ich doch schon wieder hier. Ist das nicht das... Verdorben. Jetzt sind wir ja wieder hier an dem Bananending. Das kann ich mir da oben direkt sparen. Ey, keine Ahnung, warum ich das Wasser jetzt auch wieder nicht mehr gefunden habe. Dann ist das so, ey. Irgendwas gehört. Wo war denn hier die Liegematte? Die Hängematte. Ja, man kann auch eine Liegematte irgendwo haben. Nennt man dann Matratze, aber ich meinte die Hängematte. Wahrscheinlich ist da in die Richtung Wasser. Ich Esel. Bisschen enttäuscht bin ich jetzt davon, aber dass wir es einfach schon wieder nicht irgendwo hingeschafft haben, ey. Das ist... Weiß ich nicht. Bin ich ein kleines bisschen von angenervt. Ja, gut. Kann ich hier dran meinen Oscher-Dings stehen? Oh, nicht gut. Gefällt mir nicht. Wasserhaushalt dann wenigstens, ja gut, die verderben eh gleich. Ja, komm, hier friss. Da ist natürlich sauberes Wasser drin. Machen wir daraus auch einfach spontan mal
Ein Bidon? La Cotonou, ein Bidon? Und stufen den auch mal rein. Was haben wir denn da? Ach, das war ein Pilz. Sein in der Entfernung der Eich. Wirklich, glaube ich mir. So. Ja, ja, sammel mal. Ich mach mal das Lagerfeuer da vorne frisch, ne? Dann. Nicht herstellen, sammeln. Meine Herren, ich bin auch manchmal so überfordert mit dem ganzen Zeug hier da. Oh, jetzt fehlen mir die mittleren, also mittelgroßen Stöcker. Hau kaputt, hau kaputt. Gut gemacht, hau kaputt. Mach dich kaputt. Mach ja alles kaputt. Mach ja alles kaputt, kaputt, kaputt. Sammeln, bitte, mein Guter. Kannst nicht genügend davon haben. Nicht genug davon, nicht genügend. Nicht genug davon haben. So, sprechen wir mal Deutsch, ne? Von dem Ruckeln kriege ich aber einen richtigen Hals. Aber so ernsthaft, ne? So, das ist, das nervt mich so was von an. Ich weiß nicht, ob das... Ich hatte jetzt eine längere Pause. Green Hell Aufnahmen. Und ich weiß nicht, ob das schon immer so heftig war. Oh, so viel trockene Blätter habe ich nicht mehr. Come on! Gute ist natürlich jetzt an der Zeit, wo es überhaupt nicht regnet. Yes! Dass das Lagerfeuer nicht ausgehen kann, ne? So, schmuttiges Wasser. Wo ist das schmuddige Wasser? Schön reinfüllen, ne? Hier haben wir auch noch. Die will ich nicht nehmen. Ich will interagieren. Warum konnte ich die denn jetzt nur nehmen? War das eine halbe? Ah, okay, die lag einfach auf dem Rückseite, vorder, auf irgendeiner Seite, so dass er aussah, als wäre er eine. Es wäre eine ganze. Oh, sehr gut gemacht. Oh! Ja, ich hätte vorher drauf achten müssen. Ja, stimmt. Ich hätte vorher drauf achten müssen, dass dieses Wasser schmutzig ist, weil es rot einfach ist. Ich habe einfach jetzt dabei überhaupt nicht nachgedacht, weil ich... Ja, erschütten bitte. Geht das? Wo ist denn das Problem? Muss ich das so nah da dran stellen? Ja, müssen wir uns jetzt auch irgendwie drum kümmern, ne? Keine Ahnung. Aha. Da scheint es aber... Jetzt... Guck mal, es donnert, ne? Okay, sehr gut. Ah, das sind so kleine Bugs hier in dem Spiel. Also, ne... Es war mein Fehler natürlich, dass ich das jetzt gesüppelt habe, ohne irgendwie nachzudenken, hey, das ist noch rot, das ist noch schmutzig. Aber... Leute. Es regnet, das ist voll kacke jetzt für das Feuer. Aber es regnet wieder, wir haben die Dürre überstanden. Alter, mega! So, jetzt brauche ich entweder Pilze. Ja, nimmst du auch mal mit. Pilze oder diese Stachelanone, um die Parasiten loszuwerden. Das würde ich sagen, probieren wir hier noch irgendwie in dieser Folge, ne? Was wäre das jetzt für ein Survival-Let's Play, wenn ich das jetzt einfach offscreen machen würde? Geht ja doch... Okay, habe ich einen schwachen Speer hier irgendwann mal hingeworfen. Handbohrer. Warum habe ich hier einen Handbohrer hingehauen? Ja, Junge, 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 Junge. Aha. Perfekt. Perfekt. So. Essen.
Perfekt. Perfekto. So, Proteine könnten wir auf den Magen schlagen. Also das Fehlen. Getrocknet. Da ist noch was verdorben. Pass auf. Nein, nein, nein. Nicht. Oh. So, dahin und sammeln, bitte. Bitte sammeln und nicht abgammeln. Bitte sammeln und nicht abgammeln. Bitte sammeln und nicht abgammeln. Gut, der Egel interessiert mich gar nicht. Meine Herren. Die Tiere haben mich ja aber alle gern. Na gut, bis auf der Jaguar, der... nicht genau geguckt. Irgendwo ist noch einer. Na gut, wie soll ich auch genau gucken, wenn mein Bein... Ja. Gut. Stachelschweinchen. Stachelschwein, Wasserschwein heißt es, meine Herren. Warte schnell, lösch mit mir. Nee, das mit dem Rücken war nicht so heftig. Alter, wie viele Tiere treiben sich denn jetzt hier herum? Mit dem Ruckeln ist heftiger geworden. Kann man mir erzählen, was man möchte. Auch wenn ich mich natürlich über einen Kommentar freue, wenn ihr sagt, das ist von Anfang an so heftig gewesen und ich irre mich jetzt, dass es schlimmer geworden ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich passt das jetzt gar nicht, aber ich würde die Folge jetzt beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich kann dann mit euch nochmal irgendwie ein neues Loslaufprojekt starten und wir finden dann irgendwo hin, wo es uns dann neue Orte führt. Ich will neue Orte entdecken, meine Damen und Herren. Aber wir haben wieder Survival, also, ne? Wir haben überlebt. Meine Damen und Herren, Sie wissen es ja, der Typ, der Typ hier, der heißt Tybor, aka Tybor Grills, und der ist verflucht durch eins. Raus aus dieser Nummer. Oh ja. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und krieg mehr von diesem Tybor. Behalte den Namen Tybor. Behalte ihn in deinem Kopf.